Stecken wir mitten in einer Gesundheitskrise, gehen uns die Ärztinnen und Ärzte aus, die Pfleger sowieso, können wir uns die Spitzenmedizin bald nicht mehr leisten oder sind die laufenden Diskussionen alle maßlos übertrieben? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Pressestunde. Viele Fragen also für den Obmann der ÖGK, der österreichischen Gesundheitskasse. Die Sozialversicherung, die für den Großteil der Österreicher zuständig ist, nämlich für 7,4 Millionen. Andreas Huss, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mir zur Seite steht Gerold Riedmann, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten. Wir werden in der nächsten Stunde gemeinsam die Fragen stellen. Schönen Sonntag. Ebenfalls. Herr Huss, die Ärztekammer schreit Alarm. Die Qualität im Gesundheitswesen sei nicht mehr zu halten. Pflegerinnen und Pfleger streiken. Ist es wirklich so dramatisch? Stehen wir vor einem Kollaps im Gesundheitssystem? Oder ist das doch wirklich nur übertrieben? Na, wir stehen natürlich mitten in Kollektivvertragsverhandlungen. Da ist es klar, dass ein bisschen die Wogen hochgehen, dass auch die Interessensvertretung der Ärzte die Wogen hochgehen lässt. Aber ja, wir haben durchaus Probleme im Gesundheitssystem. Die darf man auch nicht verschweigen. Die müssen wir angehen und die sind mannigfaltig. Das Gesundheitssystem in Österreich besteht ja aus drei großen Playern, wenn man so sagen darf. Das ist der Bund zum einen, das sind die Länder und das ist die Sozialversicherung. Und die gemeinsam haben die Gesundheitsversorgung zu organisieren. Und da gibt es einige Herausforderungen für uns. Wollen wir es mal ein bisschen so quasi systematisch angehen? Sie haben gesagt, es gibt mehrere Problemfelder. Ein Problemfeld wird derzeit eben diskutiert, die Frage, gibt es zu wenig Ärzte? Ist das so ganz allgemein? Sehen Sie das so? Gibt es zu wenig Ihrer Ansicht nach oder ist das nicht so? Also zu wenig Ärzte insgesamt an Köpfen, wenn ich das so sagen darf, gibt es mit Sicherheit nicht in Österreich. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wir hatten in den 90er Jahren 20.000 Ärzte im Gesundheitssystem in Österreich und wir sprachen damals von einer Ärzteschwemme. Jetzt haben wir 47.000 Ärzte im österreichischen Gesundheitssystem und sprechen von einem Ärztemangel. Das kann es wohl so nicht sein. Wir haben auch im internationalen Vergleich, das zeigen die OECD-Daten, 5,3 Ärzte pro 1.000 Einwohner in Österreich. Im Schnitt haben die europäischen Länder 3 Ärzte pro 1.000 Einwohner. Also das heißt, wir sind an Köpfen gezählt durchaus gut ausgestattet mit Ärztinnen und Ärzten. Aber diese Ärzte sind halt nicht wirklich für die breite Bevölkerung verfügbar. Also das heißt, wir haben ein Verteilungsproblem bei den Ärzten und da müssen wir nachjustieren. Teil dieses Verteilproblems ist es ja auch, dass es schon unterschiedliche Serviceklassen der Medizin gibt. In Österreich darf man traditionell nicht von einer Zweiklassenmedizin sprechen, denn das System gilt ja für alle gleich. Und doch spüren die Bürgerinnen und Bürger, dass die Wartezeiten auf Termine, sei es bei der MRT-Untersuchung oder sonst wo, plötzlich ganz schnell geht, wenn man draufkommt, ach, da ist ja noch eine Zusatzversicherung. Wie krank ist denn das Gesundheitssystem en gros? Also wir haben in Österreich eine ganz große Besonderheit, die es weltweit, glaube ich, so nirgends gibt. Und das ist unser Wahlarztsystem. Das ist seit 1955 im ASVG. Da hat man sich geeinigt, damals auch gegen große Widerstände, dass es sowohl ein öffentlich finanziertes Gesundheitssystem geben kann, aber auch Privatärzte geben kann, die aber auch über Rückerstattungen mit dem öffentlichen Gesundheitssystem abrechnen können. Dieses System gibt es sonst nirgends. Und ich habe das ja schon mehrmals thematisiert, dass wir über das einmal nachdenken müssen. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema ein bisschen später und bleiben wir mal beim Prinzipiellen der Frage, wie viele Ärzte gibt es, wie viele brauchen wir? Sie haben gesagt, das ist nicht so quasi, es hat nicht jeder den gleichen Zugang, aber wenn man jetzt von der Gesamtsumme ausgeht, warum gibt es, wenn es, wie Sie haben zu Recht gesagt, es gibt jetzt weltweit kaum ein Land, das so viele Ärzte hat wie Österreich, aber warum diskutieren wir dann zum Beispiel nach wie vor, es braucht mehr Medizinausbildungsplätze, man muss mehr Universitäten öffnen, es wollen auch viele in den Beruf. Da läuft doch vieles falsch, entweder schon einmal an den Diskussionen, dass man sich nicht einig ist, was braucht man eigentlich, und auch an der Möglichkeit, den jungen Menschen die Chance zu geben, in diesen Beruf zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Zugang zum Medizinstudium. Auch das haben wir mehrfach angesprochen, das müssen wir wirklich überdenken. Hier gibt es wirklich einen Flaschenhals, den man aufbrechen muss. Aber wir brauchen nicht nur mehr Medizinstudierende, am Ende natürlich dann auch mehr Ärzte,
sondern ich sage immer, wir brauchen die richtigen Ärzte. Es nützt uns nichts, wenn wir dann am Ende des Tages wieder mehr Schönheitschirurgen haben, die wir im Gesundheitssystem tatsächlich nicht brauchen, sondern wir brauchen Hausärztinnen und Hausärzte, die in der Zuwendungsmedizin wirklich für die Menschen da sind und die sich für die Menschen auch tatsächlich viel Zeit nehmen können. Und da braucht es zum Universitätsstudium einfach andere Zugangssysteme. In Deutschland spricht man mittlerweile von der sogenannten Landarztquote. Das funktioniert dort so, dass die ausgewiesenen Studienplätze zuerst für die Interessenten vergeben werden, die sich verpflichten, nach dem Studium für zumindest 10 Jahre im öffentlichen Gesundheitssystem tätig zu bleiben. Also das heißt wirklich für alle Menschen, egal welches Einkommen sie haben, zu arbeiten. Und die Plätze, die dann übrig bleiben, die bekommen dann die, die sich nicht verpflichten. Also das funktioniert in Deutschland schon sehr, sehr gut. Das bräuchte man nur kopieren in Österreich. Und wir hätten dann in der Ausbildung zumindest einmal Ärztinnen und Ärzte, die auch sagen, ich möchte nachher wirklich im öffentlichen Gesundheitssystem bleiben. Ein Zuschauer hat mir im Vorfeld der Sendung dieses Modell auch noch einmal zugesandt. Und da steht, also da gibt es dezidiert eine Quote von 5,8% der Plätze sind eben für die freigehalten, die sich als Hausärzte verpflichten und die dann aber wirklich überall hingeschickt werden können. Wollen Sie so etwas konkret haben? Naja, diese 5%-Quote, die haben wir im Prinzip in Österreich auch schon. Auch in Österreich können von den 2000 Ärzten, die wir ab 28 haben sollen, also im Studium, 5%, nämlich eben 100, schon zweckgewidmet werden für öffentliche Aufgaben. Das Bundesheer hat also hier schon sich angemeldet. Wir werden uns logischerweise als ÖGK auch anmelden, dass wir hier Studienplätze zweckgewidmet bekommen. Aber 100 Plätze von 2000 ist einfach viel zu wenig. Also wir brauchen wirklich mehr junge Studierende, die sich nach dem Studium auch verpflichten oder auch gern sozusagen im öffentlichen Gesundheitssystem tätig sind. Denn der Arztberuf und Ärzte sollen gut verdienen. Sie haben eine lange Ausbildung, das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist halt nicht nur ein Beruf, in dem man viel Geld verdienen kann, sondern er sollte auch eine Berufung sein. Er sollte wirklich für die Menschen zur Verfügung stehen. Und wir investieren in die Ausbildung der österreichischen Ärzte auch sehr, sehr viel Geld als Steuerzahler. Also eine Ärzteausbildung kostet zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Und da hat der Steuerzahler aus meiner Sicht dann schon auch das Recht zu sagen, aber die Ärzte, die wir auf Steuerkosten ausbilden, die sollen dann auch für alle Menschen in Österreich zur Verfügung stehen und nicht nur für einige wenige, die sich halt höhere Arztkosten leisten können. Sie haben da Ihr Lieblingsthema mit den Wahlärzten natürlich gefunden, aber auch einige und eine gar nicht so kleine Gruppe der Absolventen des Medizinstudiums, die entschwinden dann nicht etwa ins Wahlarztsystem, sondern nach Deutschland wieder zurück nach Hause. Wie gehen Sie mit dem Medizinstudiumstourismus um? Was sind da für Lösungsansätze? Naja, wir leben in Europa und wir haben die europäischen Freiheiten und das heißt auch, dass junge Menschen in Europa studieren können, wo sie wollen. Jetzt haben wir durch die EU genehmigt, also diese Studienplätze für ausländische Studenten beschränkt sozusagen. Und wir sehen, dass nach dem Studium aber 8% aller Studierenden wieder in andere Länder zurückgehen. Und wir haben aber auch Österreicherinnen und Österreicher, die ins Ausland studieren gehen. Also hier diese europäischen Freiheiten in Frage zu stellen, also das würde ich für den verkehrten Weg halten. Wir haben uns entschieden, Mitglied der Europäischen Union zu sein und da ist es sinnvoll und gut, wenn junge Menschen in ganz Europa studieren können. Also das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber wir brauchen nach dem Universitätsstudium einfach, und da liegt für mich der Schlüssel, auch ausreichend Ausbildungsplätze in den Spitälern. Denn das Medizinstudium ist ja nicht nach dem Studium, nach der Universitätszeit beendet, sondern dann kommt der praktische Teil. Man entscheidet sich, ob man Facharzt werden möchte, für welches Fach man sich ausbilden lassen möchte, ob man Allgemeinmediziner werden möchte. Und da haben wir den nächsten Flaschenhals, denn die Spitäler bilden mittlerweile eigentlich nur mehr für ihren eigenen Nachwuchs aus und denken zu wenig an die niedergelassene Versorgung, die wir auch brauchen. Also wir müssen auch an dieser Schraube drehen. Und wir haben als ÖGK uns jetzt auch vorgenommen, und das wird hoffentlich dann im nächsten Verwaltungsrat auch beschlossen, dass wir jetzt Studierende mit Anreizsystemen auch unter Anführungszeichen locken wollen. Wir möchten denen Stipendien anbieten, vielleicht jemand, der sich das Studium so nicht leisten kann, der nebenbei arbeiten muss, weil er aus einer Arbeitnehmerfamilie kommt. Diesen Menschen möchten wir Stipendien anbieten. Im Gegenzug müssen sie sich verpflichten, dass sie nach dem Studium, nach der Ausbildung im öffentlichen Gesundheitssystem bleiben oder eine Kassenstelle annehmen. Also wir arbeiten hier an verschiedensten Anreizsystemen, die jungen Menschen im öffentlichen Gesundheitssystem zu halten. Aber auch das Parlament, auch die Regierung hätte hier die Aufgaben, entsprechende Lösungen zu suchen. Da bin ich wieder beim Wahlarztsystem, das wir überarbeiten müssen. Jetzt kann man aber auch sagen, erstens einmal,
Klar, momentan gibt es vergleichsweise noch relativ viele Ärzte, aber wie in vielen anderen Bereichen kommt eine Pensionierungswelle auf uns zu, ob das jetzt bei Lehrern ist oder auch in anderen Berufen, so ist es auch bei Ärzten oder Pflegekräften. Da wird in den nächsten Jahren schon einiges mehr an Personal gebraucht. Jetzt gibt es da Ideen, zum Beispiel bei Pflegekräften, die aus dem Ausland zu holen. Aber auch bei Ärzten war das ja so. Also es gibt zum Beispiel eine große Zahl an damals noch persischen Ärzten oder aus dem Iran, die viele nach Österreich gekommen sind oder hier die Ausbildung gemacht haben. Ist das auch etwas, was man ins Auge fassen sollte, dass man da Leute aus anderen Ländern rekrutiert, aktiv? Das passiert jetzt zum Teil schon. Ich habe mir aktuell die Ärztestatistik angesehen und wir sehen überraschenderweise, dass die Anzahl der Turnusärzte, also Ärzte, die in der Ausbildung im Spital sind, die aus dem Ausland kommen, massiv ansteigt in den letzten Jahren. Also das heißt, die österreichischen Ärzte stagnieren eigentlich bei der Ausbildung im Spital und die Ärzte, die aus dem Ausland kommen, steigen für mich verblüffenderweise an. Also das passiert jetzt offensichtlich auch schon, dass wir Ärzte aus dem Ausland, junge Ärzte aus dem Ausland anwerben bei den Pflegekräften. Sehe ich das Problem eigentlich hausgemacht. Also wir haben, wenn ich mir anschaue, wie viele Pflegekräfte wir in Österreich schon ausgebildet haben und die sozusagen noch im arbeitsfähigen Alter sind, dann hätten wir, und die würden alle in der Pflege arbeiten, hätten wir überhaupt kein Problem, ausreichend Pflegekräfte zu haben. Das Problem ist, dass die meisten Pflegekräfte nach der Ausbildung im Schnitt 5 Jahre im Beruf bleiben und dann aus dem Beruf wieder ausscheiden. Wir investieren hier viel, viel Geld in die Pflegeausbildung. Das ist gut so, dass wir dieses Geld investieren, aber wir schaffen es offenbar nicht bei der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die Menschen auch das physisch und körperlich und psychisch aushalten, in diesem Beruf lange zu bleiben. Dieser Beruf ist ein extrem herausfordernder Beruf. Da braucht es bei den Arbeitszeiten, da braucht es bei den Arbeitsbedingungen einfach wirklich Nachbesserung, dass wir die Menschen auch ein Leben lang, ein Arbeitsleben lang in diesem Beruf halten können. Ist eine kurze Nachfrage dazu, wirklich eine kurze Antwort, sonst bringen wir alle Themen nicht mehr unter. Bei den Pflegekräften hat es ja auch eine Änderung der Ausbildung gegeben für Krankenschwestern, wie man sie früher genannt hat. Gibt es eine Universitätsausbildung, die lange braucht? Es gab auch sehr viel Umschichtung an Arbeit von Ärzten auf Krankenpflegern. Hat man da etwas verabsäumt, dann auch so quasi dahinter denen wieder mehr Arbeit abzunehmen? Ist da ein Fehler passiert? Also das kann ich so nicht sagen. Wir sind in der ÖGK für das niedergelassene System zuständig. Mir fehlt ein bisschen zu sehr der Einblick, wie die Spitäler jetzt im Detail organisiert sind. Aber klar ist, wenn wir mehr Führungskräfte im Pflegebereich ausbilden, nämlich mit der Akademisierung, dann fehlt es hinten nach sozusagen an den Nicht-Führungskräften, die dann tatsächlich auch die Arbeit am Patienten machen. Das ist gar keine Frage. Mir ist aber eins wirklich ganz, ganz wichtig, und Sie haben das angesprochen, es geht im Gesundheitssystem eben nicht nur um Ärzte. Wir haben so viele Gesundheitsberufe, die wir endlich vor den Vorhang holen müssen. Wir machen das jetzt etwas verzögert, zu langsam in der Primärversorgung. Und wir sehen dort, wir haben jetzt 39 Primärversorgungszentren in Österreich, das ist noch viel zu wenig, das ist gar keine Frage. Aber wir sehen in diesem Zentrum, wie schön es ist, dass mehrere Gesundheitsberufe hier zusammenarbeiten. Sogar die Ärzte sagen mir, das ist so fein, wenn ich wirklich jemanden mit einer psychischen Problematik zum Psychotherapeuten oder zur Psychologin weitergeben kann. Es ist schön für mich, wenn ich sehe, da hat jemand ein soziales Problem und ich habe einen Sozialarbeiter in der Praxis und kann den an den Sozialarbeiter weitergeben. Also, das heißt, wir müssen wirklich diese anderen Gesundheitsberufe vor den Vorhang holen. Die können sehr, sehr viel den Ärztinnen und Ärzten. Lassen Sie uns einen ganz kurzen Moment bei den Primärversorgungszentren bleiben. Die sollten ja seit Jahren schon das Allheilmittel sein in diesem Bereich und 75 von diesen Primärversorgungseinrichtungen, Sie haben jetzt 39 gezählt, im Gesundheitsministerium waren es vorgestern noch 37, gibt es in Österreich bisher nur, aber diese Zahl von 75 war die Zielzahl für 2021, also letztes Jahr. Wieso geht das so langsam? Wer bremst? Also es ist vollkommen richtig, wir sind weit hinter dem Ziel nach. Ein Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitung werden wir da nicht mehr bekommen, das ist keine Frage. Aber wir sind am guten Weg. Der Abstand zwischen den Eröffnungen, zwischen zwei Primärversorgungszentren wird zum Glück immer kürzer. Also wir kommen hier wirklich in die Gänge. Ja, und natürlich, es ist ein Interessensproblem. Ist es ein Interessensvertreterproblem, wenn ich an die Ärztekammer denke? Es ist ein Interessensproblem von den etablierten Ärzten, die sozusagen sich in ihrer Praxis eingerichtet haben, die aus ihrer Praxis nicht mehr herausgehen wollen. Wenn ich da jetzt in einer Bezirkshauptstadt, wo es 5, 6 Allgemeinmediziner schon gibt, ein Primärversorgungszentrum hinstelle, dann kann ich
die Ärzte, die dort schon ordinieren, einladen, dort hineinzugehen. Wenn sie nicht hineingehen, dann würde ich dort ein Primärversorgungszentrum mit 3 Ärzten hinsetzen. Und das sehen wir, dass diese Primärversorgungszentren, weil sie eben von 7 Uhr in der Früh bis 7 Uhr am Abend offen haben, weil sie andere Gesundheitsberufe auch mit haben, dass die Patientinnen und Patienten von den anderen Ärzten abziehen. Und da gibt es natürlich ein großes Konkurrenzproblem. Ich habe da wirklich bei Veranstaltungen Schreiduelle erlebt von Ärztinnen und Ärzten, wo man wirklich Existenzgefahren gesehen hat, wenn hier ein Primärversorgungszentrum hinkommt. Natürlich ist es ein Interessensproblem. Wie viele von diesen Zentren können eröffnet werden in den kommenden Monaten? Was haben Sie sich vorgenommen für das kommende Jahr? Es budgetiert jetzt ja ganz Österreich. Was haben Sie budgetiert fürs nächste Jahr? Also wir haben mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker vereinbart, dass wir bis 2025 36 zusätzliche Primärversorgungszentren ausschreiben. Die Stadt Wien unterstützt es auch auf großartige Art und Weise. Wir sehen in Wien wirklich also viele Interessen mittlerweile, Interessenten für Primärversorgungszentren. Also für Wien ist die Zahl festgeschrieben. In den anderen Bundesländern gibt es auch Primärversorgungszentren, die in der Pipeline sind. Leider haben wir in Tirol und in Vorarlberg noch keins. Also da gibt es ziemlich starke Beharrungskräfte der Ärztekammer leider. Das sagt sogar der Ärztekammerpräsident. Die Primärversorgung ist für Tirol kein Modell. Das sehe ich ganz anders. Selbstverständlich sind auch Primärversorgungszentren für Tirol ein sinnvolles und ein gutes Modell. Also wir müssen da einfach wirklich aufs Gas drücken. Und wir brauchen dann natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ich verstehe natürlich, wenn Ärzte sagen, naja, 3 Ärzte in einer Gesellschaft oder in einer Gesellschaftsform zusammen, das birgt ein Risiko, was ist, wenn wir uns nicht mehr verstehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich verstehe. Aber wir unterstützen das großartig. Die EU unterstützt diese Primärversorgungszentren mit sehr, sehr viel Geld. Also wir müssen da wirklich aufs Gas drücken. Das heißt, das ist etwas, was Sie präferieren, das, was die Ärzte offenbar immer mehr präferieren. Sie haben es vorher schon angesprochen, ist das Wahlarztsystem. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man sagt, man bekommt Leute, die zu einem in die Ordination kommen, die Kasse zahlt ein bisschen was dazu und die Honorare sind natürlich weit höher, man hat weniger Patienten, ist für viele natürlich ein komfortablerer Zugang, aber für Sie ist das natürlich als Sozialversicherung schwierig und auch für die Leute, weil mittlerweile, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, steigt der Privatkostenanteil enorm. Da haben Sie vollkommen recht. Wir liegen mittlerweile in Österreich bei einem Privatkostenanteil zuzüglich zu den Steuern und zu den Beiträgen, die wir bezahlen, bei mittlerweile 25%. Das ist unerträglich für mich. Also da muss wirklich dringend was passieren. Und ja, natürlich, das Wahlarztsystem ist ein Teil davon. Es wäre undenkbar für uns alle, wenn wir zum Beispiel im Bildungssystem sagen, es gibt öffentliche Schulen. Und wenn dann kein Platz mehr für Kinder ist, dann müssten die halt auf Privatschulen ausweichen. Also das wäre undenkbar für uns. Ja, aber im Gesundheitssystem leisten wir uns sowas und das geht ganz einfach nicht mehr. Ich habe zuerst schon gesagt, das Wahlarztsystem ist 1955 ins ASVG gekommen, hat bis in den 90er Jahren keine Rolle gespielt, war totes Recht, weil es da keine Menschen gegeben hat, die sich einen Wahlarzt leisten hätten können. Ab den 90er Jahren ist es schon langsam losgegangen und das Wahlarztsystem hat Auftrieb bekommen ab 2012, als das Ärztearbeitszeitgesetz in den Spitälern die Arbeitszeit auf 48 Stunden reduziert hat. Da haben wir dann schlagartig 4.000 Wahlärzte dazu bekommen. Das sind aber Wahlärzte, die eigentlich hauptberuflich im Spital arbeiten und zusätzlich halt eine kleine Wahlarztpraxis dazu haben. Und ich habe einmal als erstes gesagt, ich möchte eigentlich ein Gesundheitssystem haben, in dem jeder ausgebildete Arzt, jeder Arzt, der an einer öffentlichen Universität studiert, auch die Garantie hat, dass er einen Kassenplatz bekommt oder eine Arbeit in einem Spital bekommt. Und im Gegenzug möchte ich dieses Wahlarztsystem in Frage stellen. Ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass es dafür keine parlamentarische Mehrheit gibt, dass es keine Partei gibt, die sich traut, dieses Wahlarztsystem in Österreich, dieses einzigartige Wahlarztsystem auch nur anzugreifen. Jetzt ist der Plan B, dass wir über den Inhalt dieses Wahlarztsystems reden müssen. Und wie Sie es richtig gesagt haben, ich kann sozusagen den Kassenärzten diese Vorteile, die der Wahlarzt hat, die kann ich ihm nicht anbieten. Ich kann ihm nicht sagen, du kannst dein Honorar selbst aussuchen. Ich kann ihm nicht sagen, du kannst dich in Döbling niederlassen, wenn du den Favoriten eben dich nicht niederlassen möchtest, weil das halt der interessantere Bezirk ist. Ich kann ihm nicht sagen, er darf sich die Patienten aussuchen. Aber lassen Sie uns da ganz kurz... Also das heißt, dieses Wahlarztsystem hat Anreize, über die man reden muss. Genau. Aber der Kassenarzt, der muss jetzt nicht rund um die Uhr bemitleidet werden, denn Kassenärztinnen und Kassenärzte, das hat sich der Recht
Rechnungshof zuletzt auch angesehen, verdienen ja, also ich weiß ja nicht, wie es den Zuseherinnen und Zuseher geht, aber mit 147.000 Euro, 143.000 Euro mittlerweile sind wir bei 180.000 pro Jahr, sind das ja Gehälter, die eigentlich nach Abzug aller Kosten durchaus vernünftig scheinen. So unattraktiv ist es ja nicht, Landarzt in Lustenau oder in der Steiermark zu sein. Da haben Sie vollkommen recht. Und wir sehen ja auch regionale Probleme. Wir sehen eigentlich keine Einkommensprobleme. Ein durchschnittlicher Kassenarzt hat eine Honorarsumme, die er mit uns als ÖGK abrechnet, von 400.000 Euro. Da kommen noch um die 20% von den anderen beiden Sozialversicherungsträgern dazu. Wenn man, wie Sie richtig sagen, alle Kosten abzieht, die Praxis und Ordinationshilfe und Geräte und so weiter, dann kommt etwa ein Allgemeinmediziner auf 180.000 Euro Einkommen vor Steuer. Wenn man das auf ein Arbeitnehmereinkommen umrechnet, dann sind wir bei einem Nettoeinkommen von 14 mal 7.000 bis 8.000 Euro netto. Also das ist ein Einkommen, bei dem man nicht stinkreich wird, aber mit dem man sich durchaus ein gutes Leben finanzieren kann. Also der Kassenarzt, und das hat auch der Rechnungshof festgestellt, unter allen Ärzten, Wahlärzte, Spitalsärzte, verdient der Kassenarzt am allermeisten. Er muss aber auch arbeiten dafür. Er muss auch mehr arbeiten dafür als die anderen Ärzte. Das ist richtig. Aber was ist das grundsätzliche Problem? Ist das ein Imageproblem, dass Kassenarzt einfach nicht mehr attraktiv ist? Oder verdienen die anderen wirklich so viel mehr? Was ist Ihrer Meinung? Es muss ja irgendein Grundsatzproblem geben, warum die Wahlärzte so sehr steigen. Oder gibt es zu wenig Kassenplätze? Müssten Sie mehr schaffen? Also, dass der Kassenarzt nicht attraktiv ist, das haben wir schon besprochen. Wir haben in Österreich aktuell 9.200 Kassenarztstellen, die wir im Stellenplan haben. Von diesen 9.200 Kassenarztstellen sind genau 309 zurzeit nicht besetzt. Also wir reden von 3% der Stellen, die wir nicht besetzt haben. Also so unattraktiv kann es dann doch auch wieder nicht sein. Und die Stellen, die 309, die wir nicht besetzt haben, haben vor allen Dingen regionale Gründe. Das ist halt eine Stelle im Waldviertel. Das sind Stellen auch in Wien, in Favoriten und in Simmering. Ja, wir haben zum Beispiel vor einem Jahr, glaube ich, in Döbling einen Kinder- und Jugendpsychiater ausgeschrieben. Wir hatten dort über 10 Bewerbungen für Kinder- und Jugendpsychiater in Döbling, in einem Nobelbezirk in Wien. Wir haben dieselbe Stelle in Favoriten ausgeschrieben und hatten keinen einzigen Bewerber. Dasselbe Vertrag, dieselbe Attraktivität eigentlich, nur halt andere Patienten. Und die Ärztinnen und Ärzte suchen sich halt leider, muss ich ganz offen sagen, auch die Patienten aus, für die sie zuständig sein wollen. Und das zweite Problem ist die Region. Wir finden in den Ballungsräumen, auch in den Bezirkshauptstädten, nach wie vor ausreichend Ärztinnen und Ärzte, auch wenn die Bewerberlisten kürzer werden, das ist gar keine Frage. Aber in den entlegenen Regionen, in den Seitentälern, da haben wir tatsächlich Probleme, weil da junge Ärztinnen und Ärzte halt nicht leben wollen und nicht hinziehen wollen. Und da ist unsere Idee als ÖGK, das haben wir auch kürzlich im Verwaltungsrat beschlossen, dass wir hier Modelle entwickeln wollen, wie zum Beispiel in Vorarlberg die beiden Kinderärztezentren, die dort hingestellt werden, wo eine Immobilie hingestellt wird, wo die Sprechstundenhilfe, wo die anderen Gesundheitsberufe mitarbeiten können und die Ärzte sich dort nur mehr einmieten können. Also das heißt, die ganze Organisation nach jahrelangen Suchen keine Nachfolger genau. In den Städten fangen. Und da müssen wir dann selber aktiv werden. Das haben wir jetzt beschlossen in der ÖGK und das können wir auch. Aber in Sachen Effizienz, was alles auf die Ärzte hereinprasselt, das sind die gesetzlichen Grundlagen ja auch in der Corona-Pandemie zwar manchmal modernisiert worden, aber das Mobilfunktelefon hilft mir, wenn ich einen Schnupfen habe oder Ärger erkranke, fast gar nichts. Außer, dass ich einen Arzt anrufe oder einen Termin vereinbare mit seiner Sprechstundenhilfe, wird da wenig passieren. Man muss zum Arzt, selbst wenn man eine Verlängerung eines Medikaments, ein neues Rezept braucht. Man muss zu jedem Weg vor Ort in der Praxis dann auch sein. Gibt es da gewisse Dinge in der Pandemie in Sachen Digitalisierung, die wir schlichtweg wieder vergessen haben? Gibt es da Möglichkeiten, noch ein bisschen effizienter zu werden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Digitalisierung. Und wir haben in der ÖGK jetzt vor, ein wirklich großes Digitalisierungsprojekt auf die Reise zu schicken. Wir investieren da wirklich viel Geld und viel auch Beratung sozusagen, wie wir auch die Versorgung digitaler machen können. Sie müssen nicht mehr bei der Verlängerung eines Rezepts zu Ihrem Arzt, denn es gibt das E-Rezept. Sie können bei Ihrem Arzt anrufen, sagen, ich brauche mein Rezept wieder. Der spielt das sozusagen ins E-Card-System ein und Sie können mit der E-Card in jede Apotheke gehen und können das Rezept abholen. Dahinaus wollte ich Sie auch, das könnte ja beispielsweise auch Pflegerinnen oder Pfleger machen. Natürlich, ganz genau so ist es. Können Sie jetzt nicht. Können Sie jetzt nicht, aber das sind Ideen, die wir in diesem Digitalisierungsprojekt auch umsetzen. Wir möchten, wie ich zuerst auch schon gesagt habe, die anderen Gesundheitsberufe wirklich stärker vor den Vorhang holen. Wir diskutieren in der Pflege jetzt zurzeit über die Weiterverordnung. Also das heißt, wenn Verbandsmaterialien, wenn Pflegematerialien sozusagen
weiter verordnet werden müssen, dann muss das jetzt doch ein Arzt machen. Das sollen in Zukunft Pflegekräfte machen. Ich möchte sogar, dass die Erstverordnung von Pflegekräften gemacht werden kann, weil die viel besser wissen, welche Materialien sie für die Menschen brauchen. Also das heißt, wir können den Ärzten hier sehr, sehr viel abnehmen. Wir haben in den Primärversorgungsverträgen die Pflegevisite jetzt neu drinnen. Also das heißt, es gibt jetzt viele Ärzte, die gar nicht mehr selber auf Visite fahren, sondern die eine Krankenpflegerin, einen Krankenpfleger auf Visite schicken, weil sie sagen, die können das mindestens genauso gut wie wir. Also da gibt es viele Schrauben, an denen wir drehen können und das machen wir auch. Wir sind als ÖGK jetzt einmal 3 Jahre alt. Wir haben uns sehr, sehr viel mit uns selbst beschäftigen müssen, aber es geht jetzt auch los, dass wir uns mit diesen innovativen Dingen auseinandersetzen. Diese Digitalisierung, um es noch einmal, da kommen wir ein bisschen noch zurück zu dem Wahlarztsystem. Sie haben das gefordert, auch für Wahlärzte, dass die zumindest an ELGA angeschlossen sind, verpflichtend, damit die Menschen dann auch ihre Befunde verfügbar haben, was derzeit ja oft nicht der Fall ist, weil sie bekommen es dann teilweise nicht einmal im Papier. Wie weit sind Sie denn da gekommen? Gibt es so etwas, einen Ansatz dafür oder geht man da in eine Richtung? Na, wir brauchen erst einmal den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber muss einmal sagen, das Gesetz, das ist das seit 1955 unverändert im ASVG steht, dass es dieses Wahlarztsystem geben kann, das muss verändert werden. Da bin ich in Gesprächen mit dem Gesundheitsminister, der das sehr ähnlich sieht. Der hat auch bestätigt, dass wir über dieses Wahlarztsystem reden müssen. Ich glaube, der Koalitionspartner steht da eher ein bisschen mehr auf der Bremse. Wir müssen dieses Wahlarztsystem neu denken. Wir haben die Digitalisierung. Von 10.000 Wahlärzten haben genau 460 zurzeit das E-Card-System. Nur 460 können das E-Rezept machen. Ja. Nur 460 können die ELGA-Befunde aus den Spitälern sehen. Wir haben auch kein elektronisches Abrechnungstool mit diesen Wahlärzten. Da kommen zum Teil handgeschriebene Wahlarztrechnungen herein, wo unsere Mitarbeiter dann eine mühevolle Kleinarbeit herausfiltern müssen. Mhm. Was ist denn da jetzt von diesen 200 Euro eine Kassenleistung und was ist eine Privatleistung sozusagen? Also dieses Wahlarztsystem muss auf moderne, auf neue Beine gestellt werden und vor allen Dingen muss es versorgungswirksam sein. Wir verlangen hier da auch, dass die Wahlärzte zumindest Ordinationsöffnungszeiten von 10 Stunden haben müssen, dass sie auch zeigen, dass sie versorgungswirksam sind. Da müssen wir wirklich an den großen Schrauben. Darf ich da noch einmal einhaken, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Wahlärzte. Man kann das ja, glaube ich, auch nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt welche, die sehr viel auch für die Versorgung leisten und andere hat eben weniger. Ein Teil, oder wenn man es so salopp sagen will, für ein Teil dieser Wahlärzte besteht ja dazu auch, um ein Bett in einem Spital zu bekommen. Das ist für manche Spitäler auch durchaus, sie nennen das eine Win-Win-Situation. Wir haben unsere Ärzte, die ihre Privatordinationen haben und holen uns die Patienten ins Spital und wir ermöglichen ihnen Privatordinationen. Ich habe das auch schon mal gesagt, ich bin damit von der Ärztekammer mit Klage bedroht worden, weil ich das behauptet habe. Aber wir wissen natürlich, dass es diese Dinge gibt. Transparency International hat hier auch festgestellt, diese Kombination aus hauptamtlichen oder hauptberuflichen Spitalarzt und Wahlarzt in der Wahlarztpraxis, die birgt zumindest ein gewisses Korruptionspotenzial. Und das, was Sie angesprochen haben, das wird mir auch erzählt, dass es das gibt. Ich kann es nicht beweisen, logischerweise, aber es birgt zumindest dieses Potenzial. Aus dem Grund gibt es durchaus auch Stimmen, dass man sagt, wenn Spitalsärzte schon nach der Arbeitszeit im Spital, nach 48 Stunden, noch in einer Arztpraxis arbeiten wollen, dann bitte nicht in der Privatpraxis, sondern im öffentlichen Gesundheitssystem. Wir können im öffentlichen Gesundheitssystem bei den Kassenstellen mittlerweile Ärzte anstellen. Wir können sie mit 5 Stunden in der Woche anstellen, mit 10 Stunden in der Woche anstellen. Also das wäre eine sinnvolle Alternative. Also um es auf den Punkt zu bringen, in Wien nach einer Anfragebeantwortung gibt es zumindest im Wiener Gesundheitsverbund, das sind ja nicht alle Spitäler, die es in Wien gibt, sondern gibt es ja auch noch die Ordensspitäler und so weiter, aber allein im Wiener Gesundheitsverbund haben 62,4% der Ärzte eine Nebenbeschäftigung, 81,5% der Abteilungsvorstände. Das heißt, all denen würden Sie verbieten, eine Privatordination zu haben und die sollen einen Kassenvertrag bekommen. Also ich würde denen zumindest anbieten, statt in einer Privatordination, die ja auch Geld kostet, wo man dann Rechnungen schreiben muss, das ist ja auch ein administrativer Aufwand, sie in einer Kassenordination anzustellen, in einer Kassenordination mitarbeiten zu lassen. Wir haben jetzt mannigfaltige Möglichkeiten, dass Ärztinnen und Ärzte zusammenarbeiten, auch mit wenig Stunden in Kassenordinationen mitarbeiten. Ich hätte diese Ärzte wirklich gerne im öffentlichen Gesundheitssystem und weniger in der Privatmedizin, die sich ja nur ein Teil der Menschen leisten kann.
Lassen Sie uns noch über die Perspektive von Müttern und Vätern oder auch größer gewordenen Kindern sprechen. All diese haben sich in den vergangenen Wochen ja Sorgen um den Mutter-Kind-Pass gemacht. Eine österreichische Erfolgsgeschichte, die da plötzlich in Frage gestellt schien. Zwischenzeitlich Bekenntnis von allen Seiten soll bleiben und, was mich jetzt zunächst eher angstvoll erfüllt, soll bis 2026 voll digitalisiert werden, was auch immer das dann heißt. Ist nun alles okay beim Mutter-Kind-Pass? Ist alles prima? Nein, absolut nicht. Also ich bin selbst überrascht worden von der Regierungserklärung bzw. von diesem Ministerratsvortrag, was hier in Arbeitsgruppen erarbeitet wurde. Wir sind als Sozialversicherung, die das der dann umsetzen muss, eigentlich nicht eingebunden gewesen. Da hat es irgendwelche Geheimarbeitsgruppen gegeben, die sich über diesen neuen Mutter-Kind-Pass unterhalten haben. Mir fehlt zum Beispiel in diesem Mutter-Kind-Pass ganz explizit fehlen mir die Kinderzähne. Wir haben ein WHO-Ziel, dass 80% aller Sechsjährigen in Zukunft kariesfrei sein sollen. Das passiert, das geht in den nordischen Ländern schon sehr gut, weil hier sehr, sehr gut auf die Kinderzähne geachtet wird. Wir haben jetzt die Kinderzähne wieder nicht im Mutter-Kind-Pass drinnen. Wir haben nur 45% der Sechsjährigen kariesfrei. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Wir haben die Ergotherapie und die Logopädie nicht im Mutter-Kind-Pass drinnen. Das wären Leistungen, die es schon gibt und die wir hineinbringen können. Wir bieten als ÖGK auch zweimal im Jahr die Mundhygiene an für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Also das sind Leistungen, die es schon gibt. Die bräuchte man nur als Leistungen in den Mutter-Kind-Pass hineinschreiben und wir hätten schlagartig gesündere Kinderzähne zum Beispiel. Wenn Sie mit, also das heißt, der Inhalt des Mutter-Kind-Passes ist für mich mangelhaft, das muss ich ganz klar sagen. Das hat die Regierung zu verantworten, wir haben da nicht mitarbeiten können. Und das Zweite ist dann, als dieses Papier fertig war, hat man uns erklärt und wir sollen jetzt gefälligst mit der Ärztekammer verhandeln, was, genau, auch, weil so, die Honorare, was auch so im Gesetz steht. Das würde ja funktionieren, ja, dann hieß es. Das verhandeln wir auch mit der Ärztekammer, das ist unsere Aufgabe, aber wir hätten schon ganz gerne auch mitgearbeitet bei den Inhalten. Ja, das ist klar. Und wenn wir jetzt verhandeln sollen mit der Ärztekammer über Honorare, die zu 2/3 der Bund finanziert, wo der Bund dann wieder sagen kann, liebe Sozialversicherung, jetzt habt ihr zwar was verhandelt, aber das ist mir zu teuer, das ist zu viel, bitte zurück an den Staat, dann hätte ich gern vom Bund auch jemanden dabei bei diesen Verhandlungen, der dann auch sagt, okay, das passt für uns. Genau, das ist ja die Kritik auch des Chefs des Dachverbands der Sozialversicherung, die der das ja eigentlich verhandeln soll. Der sagt, er hat keine Ahnung, um wie viel Geld er da eigentlich verhandeln kann. Er weiß nicht, ob das aus dem Familienlastenausgleichsfonds kommt, wie viel er überhaupt für die Ärztehonorare zur Verfügung hat, für eine Erhöhung oder wie viel für zusätzliche Leistungen ist. Also man delegiert das an jemanden, der was verhandeln soll und der weiß nicht einmal, worüber. Was ausgemacht ist, genau so ist es. Und die Kritik kann ich voll und ganz teilen. Wir haben ja bei diesen 5 Punkten, die zusätzlich in den Mutter-Kind-Pass kommen sollen, 2 Punkte, zum Beispiel die Hebammenbetreuung, die zusätzliche und die psychosoziale Beratung, die haben wir an und für sich als Sozialversicherung schon verhandelt mit den Hebammen zum Beispiel. Oder es gibt die frühen Hilfen zum Beispiel, die schon abgeschlossen sind. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Teil dann von den frühen Hilfen hier eingepreist werden soll, welcher Teil dann von der Hebammenbetreuung eingepreist werden soll. Ich habe gerüchteweise gehört, dass der Bund den Ärzten schon 17 Millionen Euro versprochen hat für die Erhöhung der Tarife. Das sind aber Gerüchte, das habe ich nicht schriftlich. Also das heißt, hier ist die Kommunikation zwischen Bund und Sozialversicherung wirklich eine denkbar schlechte. Und das ist ein Attest, das ich wirklich in der Vergangenheit so nicht erlebt habe. In der Vergangenheit, und ich war ja vorher Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse, haben wir uns monatlich mit dem Gesundheitsminister, mit der Gesundheitsministerin ausgetauscht, haben uns monatlich getroffen und haben solche Themen abgestimmt. Diesen Austausch, den gibt es mit dem Gesundheitsminister nicht. Ich werde zwar manchmal zu einem Halbstundengespräch eingeladen, aber das war es dann schon. Also das heißt, dieser intensive Austausch von den Betreibern des Gesundheitssystems, der fehlt mir wirklich. Und, das heißt, Sie fühlen sich als ÖGK nicht ernst genommen von der Regierung? Wir fühlen uns nicht ernst genommen, wir fühlen uns vor allen Dingen nicht eingebunden in solche Dinge, die die Regierung hier auch verhandelt. Auch in der ganzen Pandemie hat man uns nicht eingebunden. Man hat uns bei der Corona-Impfung nicht eingebunden, man hat uns bei der Verhandlung der Impfhonorare nicht eingebunden und, und. Es gibt jetzt für Kinder und Jugendliche ein Psychotherapieprogramm, das der Gesundheitsminister alleine ausgerollt hat.
hat. Wir wissen gar nicht, wer da überhaupt zu dieser Psychotherapie kommt, wie viele Menschen das betrifft. Wir haben da überhaupt keine Daten. Und das wäre eigentlich schon die Aufgabe des Gesundheitsministers, die Sozialversicherung hier einzubinden. Das war in der Vergangenheit so, das ist leider zurzeit nicht so. Aber was heißt das, um nochmal das abzuschließen beim Mutter-Kind-Pass? In Wahrheit muss man da zurück an den Staat, weil man weiß nicht, um wie viel Geld es geht. Und dass die Ärzte mehr Honorare nach vielen Jahrzehnten praktisch so quasi gleiche Honorare brauchen, ist ja wahrscheinlich auch klar. Aber also, was macht man jetzt? Dass die Ärzte natürlich jetzt sagen, bitte nach so vielen Jahren möchten wir mal eine Honorarerhöhung, das verstehe ich. Ob das 70% sein müssen, die Ärzte verlangen, das kann man diskutieren. Aber dass hier ein berechtigter... Dass Gewerkschafter auch vielleicht immer zuerst mehr verlangen, wissen. Ja, 70% haben wir noch nie verhandelt. Okay. Aber es geht hier natürlich um einen langen Zeitraum und einen Aufholbedarf, das sehe ich auch so. Das verstehe ich. Ja. Aber noch wichtiger als die Honorare, die den Ärzten wichtig sind, ist mir der Inhalt des Mutter-Kind-Passes. Und der ist für mich noch inkomplett. Da braucht es wirklich zusätzliche Leistungen noch. Und das möchte ich mit der Regierung auch noch nachbesprechen, welche Leistungen wir hier zusätzlich aufnehmen. Wie gesagt, die Kinderzähne ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Denn das sehen wir aus den nordischen Ländern. Jeden Cent, den wir in die Kinderzähne investieren, sparen wir uns im späteren Alter dann an zusätzlichen Zahnreparaturen, an Prothesen und so weiter. Also das ist gut investiertes Geld. Wichtiger ist der Inhalt als die Verpackung. Das gilt wohl auch für die Krankenkassenreform, die von vielen als Schilderwechseln bezeichnet worden ist. Die spürbarste Änderung für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ist, dass Sie ab sofort ein Obmann des Sommers und des Herbstes sind. Es gibt auch einen Obmann des Frühjahrs und des Winters sozusagen. Sie wechseln sich ab wie im Wetterhäuschen. Könnte es auch sein, dass das das Standing mit der Regierung verschlechtert hat, dass es nicht mehr eine klare Stimme der ÖGK gibt? Also ich bin, wenn es notwendig ist, das ganze Jahr mit der Regierung im Austausch, aber zu wenig. Also ich mache da keinen Unterschied, ob es Frühjahr oder Herbst ist. Wenn es Themen zu besprechen gibt, dann bespreche ich die mit der Regierung. Wenn es Themen öffentlich anzusprechen gibt, und das können Sie vielleicht als Medienvertreter auch nachvollziehen, dann spreche ich die öffentlich an, ganz egal, ob sie im Frühjahr anfallen oder ob sie im Herbst anfallen. Das ist mir wichtig. Aber Sie haben eins angesprochen, wie ist denn das mit der sogenannten Kassenreform und was ist denn den Menschen da versprochen worden? Dass Ihnen eine Patienten- oder dass uns als Versicherte eine Patientenmilliarde versprochen worden ist, wo wir von Anfang an gesagt haben, das muss man uns vorhüpfen, wie das geht, wenn wir als ÖGK Verwaltungskosten von 400.000 Euro im Jahr haben und wir sollen davon in 4 Jahren 1 Milliarde einsparen, das wären 250 Millionen pro Jahr, dass das nicht geht, das hat jeder gewusst. Also das war wirklich eine Lüge, die hier behauptet wurde. Das zwischenzeitlich auch der Rechnungshof. Genau, so ist es. Hat mehr Kosten verursacht. Hat mehr Kosten verursacht und das war uns klar, jede Fusion, und da können Sie auch in der Privatwirtschaft nachschauen, wird am Anfang einmal mehr Kosten verursachen. Das ist kein Geheimnis gewesen. Ja. Das Zweite, was versprochen wurde, sind einheitliche Leistungen für alle Versicherten, nämlich für die Beamten, für die Selbstständigen, für die Bauern und für die ÖGK-Versicherung. Mitnichten, wir sind meilenweit davon entfernt. Wir vereinheitlichen zwar die Leistungen in der ÖGK Schritt für Schritt, bei den ärztlichen Leistungen haben wir noch den größten Brocken zu stemmen, aber wir sind meilenweit davon entfernt, die Leistungen mit den Beamten oder mit den Selbstständigen oder Bauern vereinheitlicht zu haben. Das wurde uns versprochen. Was aber tatsächlich in die Gesetzesmaterialien gestanden ist, das war ganz was anderes. In der sogenannten Wirkungsfolgenabschätzung des SVG, das ist dieses Sozialversicherungsorganisationsgesetzes, das ist ein Beiblatt, wenn man so will, zum Gesetz, wo man darlegen muss, was kostet das Gesetz, was hat das für Ziele, was hat das für Auswirkungen, stehen 3 Ziele drinnen. Und alle drei dieser Ziele sind bereits umgesetzt. Da steht zum einen Lohnnebenkostensenkung für Unternehmen drinnen. Es hat zweimalige Lohnnebenkostensenkungen in der AOVA, bei den AOVA-Beiträgen für die Unternehmen gegeben, die über Umwege der Rückerstattung für die Kosten der Arbeitsunfälle von den ÖGK-Beitragszahlern bezahlt werden. 70 Millionen fehlen den ÖGK-Beitragszahlern jetzt pro Jahr. Sie haben mit diesen 70 Millionen Euro die Lohnnebenkostensenkung für die Unternehmen finanziert. Als Zweites steht drinnen Strukturveränderung in der Sozialversicherung und sozusagen Machtverschiebung von Arbeitnehmern, die Eigentümer der ÖGK sind in dem Fall, hin zu den Dienstgebern. Ja, niemand käme in diesem Land in einer selbstverwalteten Organisation auf die Idee, dass jemand, der nicht selbst in der ÖGK versichert ist, hier mitredet, nämlich maßgeblich mitredet. Es käme niemand auf die Idee, dass jemand in einer Gemeinde als Gemeinderat kandidieren kann,
wenn er nicht selbst in dieser Gemeinde wohnt. Es kommt niemand auf die Idee, dass jemand in der Wirtschaftskammer kandidieren kann, wenn er nicht selbst Wirtschaftskammermitglied ist und so weiter. Also das ist das Prinzip der Selbstverwaltung. Und diese Selbstverwaltung wurde ausgehebelt. Also das heißt, die Beitragszahler, die 7,4 Millionen Beitragszahler, sind nicht mehr Eigentümer ihrer ÖGK, sondern sind fremdverwaltet sozusagen von Dienstgebervertretern, die gar nicht selbst in der ÖGK versichert sind, sondern in einer anderen Versicherung. Das heißt rückabwickelt. Das muss man jedenfalls rückabwickeln. Also da bestehen wir auch als Arbeitnehmerinteressensvertreter drauf, welche Regierung auch immer kommt in Zukunft, dass das rückabgewickelt werden muss. In der ÖGK und in der PVA müssen die Arbeitnehmer wieder die Eigentümer werden und das sind sie zurzeit nicht. Das dritte große Ziel, und das ist das Wesentlichste, das da in dieser Wirkungsfolgenabschätzung drinnen steht, ist den Zugang von privaten Gesundheitsdienstleistungsanbietern im öffentlichen Gesundheitssystem zu erleichtern. Mit dem PRIKRAF hat man im selben Gesetz das schon gemacht. Man hat, also Sie haben das verfolgt, in diesem Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds, da hat es durchaus Dinge gegeben, die heute gerichtsanhängig sind. Und hier hat man Beitragsmittel, 17 Millionen aus der Sozialversicherung, zusätzlich in die Privatspitäler hineingegeben. Nutznießer dieser 17 Millionen sind zur Hälfte die Premica-Medspitäler, die der Unica-Versicherung gehören. Und es ist wahrscheinlich nur ein Zufall, dass der damalige Finanzminister ebenfalls aus der Unica-Versicherung gekommen ist. Okay. Also das heißt, also das sind Vorwürfe, die es ja auch schon länger gibt, wo man sagt, also das sind Summen, die den Versicherten vorenthalten werden, die will man zurück. Aber es hat in Wahrheit hat das die Kritik äußern sich seit 2-3 Jahren, seit es die Reform gibt, aber es hat sich nichts geändert. Gehen wir es vielleicht auch noch prinzipieller an. War es überhaupt ein Fehler, die Gebietskrankenkassen auf die ÖGK zu vereinigen, da sozusagen einen Moloch für 7,4 Millionen Versicherte zu schaffen? Und gleichzeitig hat man dann aber auch noch die berufsständischen Versicherungen, die wesentlich weniger Versicherte haben und eben mit ganz unterschiedlichen Leistungen. Hätte man, wenn man schon eine Reform gemacht hätte, es nicht anders machen sollen und die Versicherten oder die Sozialversicherungen regionaler zu strukturieren, wäre das nicht eine bessere Möglichkeit gewesen? Also es gibt verschiedenste Modelle, wie man Sozialversicherungen organisieren kann. Wir sind jetzt von einem sehr regionalen Modell mit 9 Gebietskrankenkassen. Wir hatten übrigens zur Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert über 3000 Sozialversicherungen in Österreich. Also nur damit man weiß, wo wir auch gestartet sind. Von 9 Gebietskrankenkassen haben wir jetzt fusioniert in eine zentrale ÖGK. Wir sind sozusagen, wenn man ein Pendel sozusagen von Richtung Regionalität schlagen sieht, in eine strikte Zentralisierung gegangen. Das ist auch nicht gut. Denn wir sehen hier, dass wir 9 Bundesländer haben. Die Gesundheitsversorgung ist nach wie vor in der Verfassung so geregelt, dass die Länder dafür zuständig sind. Wir haben 9 Landesärztekammern, wir haben 9 Wirtschaftskammern, die Vertragspartner sind. Wir haben 9 Landesgesundheitsreferenten, wir haben Versorgungsvereine in den Bundesländern. Und die klagen zu Recht darüber, dass sie in der ÖGK im Bundesland keinen Ansprechpartner mehr haben, dass es keine Entscheidungskompetenz mehr in den Bundesländern gibt. Also wir müssen in dieser ÖGK sozusagen, zumindest wenn wir schon diese 9 Gebietskranken Kassen nicht mehr rückabwickeln, sozusagen zumindest in der ÖGK wieder zu einem System kommen, wo wir zentrale Ziele ausgeben, wo wir zentrale Rahmenbedingungen vorgeben, aber die Umsetzung mit finanziellen und personellen Ressourcen muss in den Bundesländern erfolgen. Das ist unser Ziel, das müssen wir so umsetzen. Wir haben auch als Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat gegen diese strikte Zentralisierung gestimmt, mit genau diesen Argumenten, die wir auch damals schon gesagt haben, dass diese strikte Zentralisierung einfach in das bundesstaatliche System in Österreich überhaupt nicht hineinpasst und dass mehrere, das mehrere Ineffizienten schafft, wie es der Minister Rauch auch gesagt hat. Mehrere dieser Bundesländerkassen hatten ja auch erhebliche Rücklagen. Die wurden auch eingemeindet. Mhm. Was ist mit denen finanziert worden? Wo sind die? Naja, diese Rücklage, und ich komme aus Salzburg, die Salzburger Gebietskrankenkasse hat 270 Millionen Euro an Rücklagen eingebracht, die Oberösterreicher, glaube ich, waren 400 Millionen, die sind sozusagen in der ÖGK jetzt als Rücklagen verfügbar. Sie werden nur leider jedes Jahr weniger, weil die ÖGK jedes Jahr, seit es sie gibt, sozusagen Abgänge hat, keine großartigen Abgänge, aber doch Abgänge hat, also mit diesen Rücklagen von rund 1,2 Milliarden Euro, von denen die Hälfte allerdings Gebäude sind, die nicht liquid zur Verfügung stehen, wird wahrscheinlich in 5 bis 6 Jahren nicht mehr sehr viel übrig sein. Also das heißt, diese Frage ist berechtigt, was ist mit dem Geld passiert? Es ist in die ÖGK eingebracht und es ist nach wie vor so, dass die strukturell starken Bundesländer wie Salzburg, Oberösterreich sozusagen mehr Beitragseinnahmen haben, als sie ausgeben. Und das Geld geht in strukturell schwächere Bundesländer wie Kärnten und Burgenland, die also mit den Beitragseinnahmen aus strukturellen Gründen eben nicht auskommen.
Diese Umverteilung ist grundsätzlich ja okay. Also man muss natürlich hier entsprechend umverteilen. Das haben wir aber in den neuen Gebietskrankenkassen auch gemacht. Ich war selbst Vorsitzender des Ausgleichsfonds, wo wir im Jahr 300 Millionen Euro zwischen den strukturstarken und strukturschwachen Bundesländern umverteilt haben. Was auch angeglichen werden soll und was die Menschen dann spüren, sind die Leistungen, die die ÖGK übernimmt, anders eben als die Gebietskrankenkassen früher, die das unterschiedlich bewertet haben. Das spricht ja auch etwas für das Vertrauen in die Wissenschaft in Österreich, dass auch homöopathische Leistungen beispielsweise ja bis vor kurzem noch bezahlt wurden. Da haben Sie angekündigt, dass die ÖGK bis Ende des vergangenen Jahres keine homöopathischen Leistungen mehr abrechnen wird. Ist das so eingetreten? Gibt es momentan noch Abrechnungen für Homöopathie? Ja, es gibt Abrechnungen, aber wir bezahlen sie nicht mehr. Also das ist klar. Wir, und das ist das, auf das sich unsere Versicherten verlassen können. Wenn sie zum Kassenarzt gehen, ja, dann bekommen sie dort wissenschaftsbasierte, evidenzbasierte Medizin. Also wir bezahlen auch nichts anderes. Wir bezahlen keine Klangschalentherapie, die bei den Wahlärzten stattfinden. Wir bezahlen keine Eigenbluttherapien. Wir bezahlen auch nicht das Eigenurin-Trinken, das manche Wahlärzte sozusagen den Patienten noch empfehlen. Wir bezahlen keine Bachblüten, keine Homöopathika, keine Zuckerkugeln. Das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist evidenzbasierte Medizin. Unser Geschäft ist wissenschaftsorientierte Medizin, die hier bezahlt wird. Und ich sehe das ja relativ schön bei den ganzen Wahlarztabrechnungen, die bei uns hereinkommen. Da stehen dann 5 Positionen drauf. 200 Euro hat die Wahlarztabrechnung ausgemacht. Und unsere Mitarbeiter finden dann eine Position, die eine Kassenleistung ist. Für diese Kassenleistung wird dann 28 Euro zum Beispiel bezahlt. Und der Rest sind Privatleistungen, wie eben Homöopathie oder irgendwelche alternativmedizinischen Behandlungen. Was wir hier auch fordern im Wahlarztsystem ist, dass hier transparent abgerechnet wird, dass dem Patienten klar gesagt wird, diese eine Leistung ist eine Kassenleistung, die rechnen wir elektronisch für dich mit der Kasse ab. Du bekommst das Geld dann auf dein Konto. Die anderen 4 Leistungen sind alternativmedizinische Leistungen, sind Leistungen, die nicht evidenzbasiert sind. Die musst du selber bezahlen. Das passiert zurzeit nicht. Die Menschen bezahlen 200 Euro und wundern sich, dass sie dann nur 28 Euro zurückbekommen, nicht wissend, dass hier auch Nicht-Kassenleistungen abgerechnet worden sind. Wir sind schon ein bisschen sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Kommen wir zu einem anderen Thema, wer zahlt was? Und bitte um kurze Antworten, dass wir das noch ein bisschen durchmachen können. Die Bundesländer, die ja großteils Spitalserhalter in Österreich sind, haben im Zuge der letzten Gesundheitsreferententagung schon angekündigt, im Finanzausgleich wollen sie eine grundlegende Reform der Finanzierung des Gesundheitswesens. Und natürlich, sie wollen mehr Geld, sie wollen mehr Geld vom Bund, aber sie wollen auch mehr Geld von den Sozialversicherungen. Was kommt denn da genau auf uns zu? Denn was sie genau wollen, haben sie nämlich nicht gesagt. Also der Finanzausgleich ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema und eigentlich aus demselben Grund, wie es auch den Ländern ein wichtiges Thema ist. Wir müssen über Strukturen reden. Wir dürfen nicht mehr über Geld hin und her schieben reden. Wenn man sich unsere Bilanz anschaut als ÖGK, die Gebarungsforscherrechnungen, dann sage ich immer, einen Nackt in die Tasche zu greifen, wird nicht funktionieren. Also das heißt, da gibt es kein Geld zu holen für die Länder. Also wir müssen in die Strukturen gehen. Wir müssen uns anschauen, was funktioniert denn im Zusammenspiel zwischen Länder und Sozialversicherung nicht und was funktioniert vor allen Dingen für die Bevölkerung nicht optimal. Wir haben als Sozialversicherung oder wir bringen hier 5 Punkte ein, die mir ganz besonders wichtig sind. Zum Ersten ist es, sind es die Heilbehelfe und Hilfsmittel. Also die Dinge, Rollstühle, Pflegebetten, Prothesen und so weiter, wo wir die Menschen zwischen 4 Stellen herumschicken. Also es kommt jemand zu uns, möchte ein Pflegebett. Wir sagen, wir sind nicht zuständig, geht zum Land. Das Land ist zuständig. Das Land sagt vielleicht in dem Einzelfall, bin auch nicht zuständig, geht zum Bundessozialamt. Also wir schicken hier die Menschen wirklich im Kreis herum. Das ist unerträglich. Wir bieten an, dass wir als ÖGK die Anlaufstelle für diese Menschen sind, die Heilbehelfe und Hilfsmittel brauchen. Auch aus den Behindertengesetzen und so weiter. Und wir machen uns dann im Hintergrund aus, wer finanziell dafür zuständig ist. Wir schaffen einen Pool, einen Topf und finanzieren die Dinge gemeinsam. Aber Herr Huss, das ist nicht das große Geld, um das da geht. Ne? Schon, da geht es um sehr viel Geld. Das Zweite, das wir anstreben möchten, sind Medikamente. Speziell die teuren Medikamente. Es ist unerträglich, dass wir am Rücken der Patientinnen und Patienten sagen, bitte bleib im Spital, nimm das Medikament im Spital, weil dann kostet es dem Spital was. Und die Spitäler schicken uns die Patienten raus, weil dann kostet zur Sozialversicherung was. Wir brauchen hier
Verständnis darüber, dass wir diese Medikamente den Patienten zur Verfügung stellen müssen. Hier geht es um sehr teure Medikamente, die kaufen wir gemeinsam ein, die finanzieren wir gemeinsam und der Patient bekommt das Medikament dann dort, wo es sinnvoll abzugeben ist. Das ist der zweite Punkt, den wir einbringen. Wir müssen stärker vernetzen miteinander die spitalsambulante Versorgung und die niedergelassene Versorgung. Wir haben das gesehen jetzt in der Steiermark, wo zum Beispiel eine Spitalsambulanz, weil wir keine niedergelassene Versorgung in der Kinderheilkunde oder in der Frauenheilkunde bekommen haben, eine Spitalsambulanz diese Versorgung übernommen hat. Wir honorieren das und haben dann für die Menschen dort eine gute Aber, Versorgung. Also da gibt es viele Themen, die wir strukturell genau das, bessere Vernetzung, Spitalsambulanzen, niedergelassene Ärzte. Ich beschäftige mich jetzt wirklich schon lange mit Gesundheitspolitik, aber das höre seit Ewigkeiten und passiert ist nichts. Ja, aber wir müssen es trotzdem angehen. Also ein Scheitern, wie es der Herr Gesundheitsminister gesagt hat, ist für mich nicht mehr möglich. Wir müssen diese Dinge jetzt endlich umsetzen. Ich will nicht vom Scheitern reden, ich will vom Umsetzen reden. Ich bin mir da auch mit den Landesgesundheitsreferenten einig. Ich habe diese Punkte mit den meisten Landesgesundheitsreferenten besprochen und wir sehen hier ein gemeinsames Ziel, dass wir aber insgesamt im System mehr Geld brauchen, dass wir im System auch sagen müssen, neue Leistungen, neue Therapien, es kommt sehr viel bei genetischen Erkrankungen auf uns zu. Da gibt es in Zukunft offenbar sehr, sehr viele neue Therapien, die großartig sind, die genetische Erkrankungen therapieren und sogar heilen können. Die sind nur nicht sehr günstig zu haben. Die werden viel Geld kosten und diese neuen Leistungen, die müssen wir zur Verfügung stellen. Ein Anspruch von uns im österreichischen Gesundheitssystem muss sein, dass alle Leistungen, alle Medikamente, alle Medizin, der gesamte medizinische Fortschritt auch beim Patienten landet. Das Aber ist das mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bringt mich zu einer quasi Eingangsfrage zurück. Wer bremst da also bei diesen Veränderungen im österreichischen Gesundheitssystem? Naja, wir haben natürlich eine Besonderheit im österreichischen Gesundheitssystem, über die wird viel gejammert. Das ist diese Dreiecksbeziehung, die natürlich nie gesund ist. Ja, wir haben den Bund, wir haben die Länder, wir haben die Sozialversicherung. Das ist ein Bundesstaatsthema, über das wird seit Jahren diskutiert. Ich diskutiere nicht mehr darüber, weil diese Bundesstaatsreform, die wird es wahrscheinlich zu unserer Zeit nicht mehr geben, sondern wir müssen mit dem leben, was wir haben. Und das ist eine gute und strukturierte Zusammenarbeit der Länder und des Bundes und der Sozialversicherung, in der Bundeszielsteuerung, in der Landeszielsteuerung. Das muss gestärkt werden. Da müssen wir viel, viel besser werden. Und ich bin mit der Meinung, wenn alle miteinander hier wirklich an einen Strang ziehen, und ich habe den Eindruck, dass der Minister das möchte, ich habe von den meisten Landesgesundheitsreferenten den Eindruck, dass sie das auch möchten, dann bringen wir hier beim nächsten Finanzausgleich wieder Schritte weiter. Nur vom anderen mehr Geld zu verlangen, das wird es nicht spielen. Dass wir insgesamt im System mehr Geld brauchen, das ist unbestritten, das hat auch der Minister kürzlich gesagt. Wir haben jetzt leider nur mehr ganz wenig Zeit. Ich möchte Ihnen aber schon noch eine Frage stellen. Das hat die Menschen sehr bewegt in den letzten eineinhalb Jahren. Impfpflicht, punkto Corona-Impfung, war das gescheit? Nein, ich habe mich von Anfang an auch gegen andere Meinungen aus meinem Umfeld gegen die Impfpflicht ausgesprochen, weil ich gesagt habe, Impfen ist eine persönliche Angelegenheit, das ist ein Eingriff in den Körper, das kann man per Gesetz nicht verordnen, das möchte ich auch nicht. Schlussendlich hat man dann gesehen, dass es nicht funktioniert, dass es auch technisch nicht umsetzbar ist. Also das war klar. Mir ist aber Impfen ein ganz besonders wichtiges Thema. Also ich habe schon im Jahr 2020 in der ersten Bundeszielsteuerungskommission, bei der ich dabei war, das Erwachsenenimpfprogramm angesprochen. Wir müssen das Impfen wirklich vor den Vorhang holen. Impfen ist in Österreich wirklich nicht etabliert. Wir haben Länder wie Finnland, da lassen sich 70% aller Menschen alle 5 Jahre einmal gegen irgendwas impfen und auffrischen. In Österreich sind es unter 40%. Wir müssen die Impfbereitschaft und auch das Verständnis der Menschen, die Kompetenz der Menschen für Impfungen erheben. Da soll das Erwachsenenimpfprogramm, das jetzt auch kommen wird, das in kleinen Schritten ab nächstes Jahr mit der Influenza-Impfung starten wird, also dazu beitragen. Ja. Aber wir müssen alle Impfungen des nationalen Impfplans in dieses Erwachsenenimpfprogramm bringen. Und Sie wollen dann alles gratis eigentlich haben, auch für Erwachsene? Zumindest mit Rezeptgebühr. Wir haben das bei der Influenza-Impfung jetzt so geregelt, dass drei Sechstel der Bund finanziert, ein Sechstel die Sozialversicherung, ein Sechstel die Länder und ein Sechstel sozusagen der Patient selbst mit der Rezeptgebühr. Das sollte sich ausgehen. Also einen kleinen Beitrag kann ich mir vorstellen. Aber zum Beispiel bei der Herpes-Zoster-Impfung, das ist die Gürtelrose, die kostet heute 500 Euro. Das kann sich niemand leisten. Das werden sich wenig Menschen leisten. Die steht aber auch im nationalen Impfplan. Die muss im Erwachsenen-Impfprogramm zum Beispiel aufgenommen werden. Herr Huss, wir sind leider am Ende unserer Zeit angelangt. So kurz ist eine Stunde. Ja, das Gesundheitsthema bietet sicher Platz für mehrere Pressestunden. Jedenfalls vielen Dank fürs Kommen. Wir haben, glaube ich, viele Einblicke gegeben von der Finanzierung bis zu den Leistungen.
Einen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch. Ich bedanke mich für die Einladung. Und Dankeschön. Auch Ihnen, Gerold Riedmann, vielen Dank fürs Fragenstellen, für die interessante Stunde. Um ein Gesundheitsthema geht es nun auch im Parlamentsmagazin Hohes Haus, gleich im Anschluss an unsere Sendung. Der Mutter-Kind-Pass neu ist beschlossen, wir haben es ja besprochen, aber vieles ist noch offen, vor allem bei der Finanzierung. Gast im Studio ist aber zum ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und dem dieswöchigen Thema Corona-Finanzierung FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Und uns gibt es auch als Podcast auf den gängigen Plattformen zu hören. Sie können uns also empfehlen oder nachhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen ersten Adventssonntag.